Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite in der Fachhochschule St. Pölten im Hochschuldidaktischen Zentrum und bin dort mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre. Der wird online stattfinden und eine Anmeldung ist jetzt möglich. Die Teilnahme dazu ist kostenlos. Der Tag der Lehre wird am 22. Oktober stattfinden und diese beiden wunderbaren Kolleginnen, die jetzt hier bei mir sind, die werden dort einen Beitrag gestalten und ich bitte euch, dass ihr euch vorstellt. Mein Name ist Kerstin Lampel. Ich bin Studiengangsleiterin hier in der Fachhochschule St. Pölten im Studiengang Physiotherapie. Und wir haben im Studienbetrieb drei Jahrgänge und pro Jahrgang 60 Studierende, die wir in einem sehr anwendungsorientierten und praktischen Unterricht zu Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten ausbilden. Mein Name ist Barbara Wondrasch. Ich bin Dozentin im Studiengang Physiotherapie und war im Sommersemester von den Corona-bedingten Umstellungen der Lehrveranstaltungen betroffen. Ihr habt einen wirklich spannenden Beitrag eingereicht für den Tag der Lehre und ich bitte euch, dass ihr ein bisschen erzählt, was die Teilnehmenden vom Tag der Lehre in eurem Beitrag erwarten wird. Kerstin, bitte. Genau, uns war es sehr wichtig, in diesem Beitrag auch so diese Grenzen und Herausforderungen dieses Distance Learnings aufzuzeigen. Ja, wir haben eben im März die Umstellung gehabt, dass wir alles online unterrichten, was möglich ist. Nachdem wir aber doch ein sehr anwendungsorientiertes Feld sind, wo es darum geht, viel mit Inspektion, also Sichtbefund, Tastbefund, Hörbefund zu erlernen und auch Techniken, Fertigkeiten zu üben und anzuwenden, war das halt für uns nicht für alle Lehrveranstaltungen möglich. Das bedeutet, wir haben einige Lehrveranstaltungen dann aus dem Curriculum verschoben, jetzt in das Wintersemester, dafür theoretische Vorlesungen vorgezogen, die dann online im Sommersemester durchgeführt wurden. Somit haben aber die Studierenden zumindest keine ECTS verloren und auch kein Semester verloren. Ich verstehe. Trotzdem, was für die Studierenden extreme Herausforderungen, vor allem für die zweitsemestrigen Studierenden, die ja gerade erst ein Semester gehabt haben, jetzt viel mit praktischen Fertigkeiten begonnen hätten, auch dieses soziale Lernen weggefallen ist am Anfang, auch die ganze Isolation, die halt bedingt war durch die Vorgaben der Regierung und sie auch nicht einmal irgendwo sie gemeinsam zum Üben und Austauschen treffen konnten. Und das war so, also das ist so dieser Spagat, den wir zeigen wollten, ja, wir haben viel geschafft, aber es ist eine Notlösung, es ist ein Reagieren auf einen Ersatzbetrieb und wollen auch ganz deutlich machen, wo die Grenzen darin für uns oder für unser Berufsfeld liegen. Okay. So ein wichtiges Learning, Barbara, für dich aus diesen letzten herausfordernden Monaten. Für mich aus der Sicht einer Dozentin war sicherlich einerseits die größte Herausforderung diese technische Umstellung. Auch wenn bei uns Digitalisierung schon Einzug gehalten hat, ist es ja dann noch einmal etwas anderes, zu Hause vor dem Computer zu sitzen und seine Lehrveranstaltungen, die man ja didaktisch ganz anders aufgezogen hat, jetzt in dieser Kürze umzustellen, mit dem Bestreben natürlich trotzdem eine bestmögliche Qualität zu liefern. Ganz schwierig ist natürlich auch dieses fehlende Feedback, was im Zuge von Online-Lehrveranstaltungen nicht möglich ist. Dieses Gefühl nicht zu haben, passt für die Studierenden, passt das Tempo, passt der Inhalt, das waren sicherlich die größten Herausforderungen. Wie bist du mit diesen Herausforderungen umgegangen, Barbara? Gut, diese technischen Umstellungen, technische Umstellung hat relativ schnell funktioniert, auch durch den super Support, den wir hausintern bekommen haben. Die Sache mit dem fehlenden Feedback von Studierenden habe ich einfach angesprochen. Das heißt, ich habe die Studierenden auch mit meinen Einschränkungen konfrontiert. Ich habe den Studierenden gesagt, wie es mir damit geht und habe sie einfach um ein Feedback gebeten. Das heißt, ich bin ja in den Dialog gegangen. Sehr gut. Kerstin, was ist für die Unterstützung von Lehrenden aus deiner Sicht wichtig in dieser Phase, in der wir jetzt sind, wo wir so mit Mischbetrieb arbeiten und wo auch immer wieder die Gefahr besteht, dass wir auch den nicht aufrechterhalten können? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Vortragenden immer wieder motivieren und ihnen die Kompetenz zusprechen, dass sie gut selbst einschätzen können, was sind die Must-Haves, die vermittelt werden müssen und was kann, und es wird halt auch ein Teil gestrichen werden müssen, was kann man vielleicht ein bisschen vernachlässigen, weil es jetzt online nicht umsetzbar ist. Das können die Lehrenden, die haben alle viel Berufserfahrung, total gut einschätzen. Und gewisse Untersuchungstechniken oder Add-ons, Untersuchungen, Therapietechniken werden dann vielleicht auch gestrichen,
weil es halt auch im Online-Format alles viel langsamer möglich ist, das Feedback fehlt, man auch keine Kontrolle hat, wie die Studierenden es zu Hause umsetzen. Und da ist es wichtig, die Vortragenden zu bestärken. Ihr seid die Experten, ihr habt selber die Möglichkeit zu gewichten. Und gleichzeitig die Studierenden, das war das eh, was auch die Frau Wondrasch gesagt hat, da ganz viel positive Stärkung zu geben. Wir garantieren, dass ihr die gleiche Ausbildung bekommt wie alle anderen Absolventen. Ja. Es werden alle Praktikumsstellen informiert, dass halt heuer Inhalte gefehlt haben, die erst kommen. Aber nichtsdestotrotz, das notwendige Rüstzeug ist vermittelt und so einfach so in diese selbstgesteuerte, intrinsische Haltung zu gehen. Ja, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wo ich stehe und das auch dann am Patienten jetzt in den Berufspraktika entsprechend einsetzen zu können. Es ist ein bisschen ein anderer Stand heuer gewesen im Sommer als wie vielleicht in den letzten Jahren, aber da auch den Mut zu haben, selber zu entscheiden, das kann ich, das habe ich gelernt und das kommt jetzt erst. Ja. Abschließend, Barbara, noch so eine Sache, die sich die Teilnehmenden aus eurem Beitrag mitnehmen werden. So wie Frau Lampel vorher schon gesagt hat, ist es für uns definitiv eine Notlösung, dieses Distance Learning in vielen Bereichen unserer Ausbildung, unseres Studiums. Es gibt definitiv Lehrveranstaltungen, wo das möglich ist. Aber für uns ist es wichtig zu betonen, dass wir hier probiert haben, das Beste aus der Situation zu machen, was für uns aber keine Zukunftslösung sein wird. Dann freuen wir uns schon sehr auf diesen Beitrag beim Tag der Lehre und jetzt für den Tag der Lehre anmelden. Bis dahin alles Gute euch beiden. Wir bleiben in Kontakt. Danke.